runter hier. Na, nee. Ich wollte es eigentlich runter machen. Na gut. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer auf den Tribünen und zu Hause. Herr Schuster, vielen Dank für das Stichwort. Ja, vom Power-Haushalt zur echten Power zum Sport. Die Spitzensportförderung ist in diesem Fiskaljahr erstmals seit langer Zeit wieder deutlich gestiegen. Die Steigerung von 50 Millionen führte zu 235 Millionen Euro insgesamt in diesem Jahr. Das ist aufgrund der langen Dürre vorher eine angemessene Erhöhung gewesen. Vielen Dank dafür. Es war wie ein belebender Regen. Aber im Olympiajahr 2020 kommt es nur zu einer mickrigen Erhöhung von 10 Millionen Euro. Sie merken, liebe Kollegen, es geht im Sport um sehr geringe Summen. Und das ist in einem reichen Land mit Rekordsteuereinnahmen der eigentliche Skandal. Sie, die Regierung von CDU, CSU und SPD, setzen einfach falsche Schwerpunkte. Warum? Ja, weil Sie es können, haben wir gestern von Herrn Scholz gelernt. Nehmen Sie die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Sie hat ein Budget von immerhin 1,6 Milliarden Euro. Kultur ist wie Sport keine originäre Bundesaufgabe. Die Etats sollten also vergleichbar groß sein. Es ist eher andersrum. Es treiben sicherlich mehr Menschen Sport, als regelmäßig ins Theater gehen. Wir fordern kurzfristig, den Etat für die Spitzensportförderung auf 340 Millionen Euro zu erhöhen und langfristig auf 1 Milliarde Euro anzuheben. Wir sind eine großartige Sportnation und wir können uns das locker leisten. Auch auf der persönlichen Ebene lässt sich leicht erkennen, dass die Regierung die falschen Schwerpunkte setzt. Unsere Top-Spitzensportler erhalten in der Regel 1.200 Euro monatlich Förderung. Dafür muss man jahrelang trainiert haben und Medaillen bei Olympia bzw. Weltmeisterschaften geholt haben. Ein unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling wird in Hessen mit einem Aufwand von 8.400 Euro monatlich gefördert. Dafür musste der junge Migrant nur nach Deutschland kommen, Asyl sagen und sich für jünger als 18 Jahre erklären. Geprüft wird in der Regel die Altersangabe nicht. Dieser Jungmigrant erhält also die siebenfache Zuwendung eines deutschen Spitzensportlers. Siebenfach. Diese schreiende Ungerechtigkeit schürt Vorurteile, spaltet die Gesellschaft und zerstört den Zusammenhalt. Für die Spitzensportler hat dies praktische Folgen. 50% von ihnen denken über ein vorzeitiges Karriereende nach. In der Bild-Zeitung sagt ganz aktuell ein Ruderweltmeister: Ob ich nach Tokio 2020 weitermache, mache ich davon abhängig, wie die finanzielle Situation ist. Nochmal 4 Jahre mit den ganzen Aufwendungen. Das möchte der S24, Herr Große Brümmer. Nochmal 4 Jahre mit den ganzen Aufwendungen. Das möchte ich meinen Eltern nicht antun. Und das will ich mir selbst auch nicht antun. Die AfD fordert daher die Erhöhung nochmals des Sportetats auf 340 Millionen Euro in diesem Jahr. Entsprechende Haushaltsanträge werden von uns vorgelegt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Frau Merkel wegen ihrer Messertoten zurücktreten muss. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Susanne Mittag, SPD.